Hallo meine Lieben, heute ist Sonntag und Max war gerade kurz zum Brötchen holen, weil er fragte mich, was wollen wir heute frühstücken? Ich habe gesagt, naja, außer Brot haben wir jetzt hier nicht oder Müsli. Und dann hatten wir die Idee, doch mal Brötchen zu holen. Gestern hatten wir das Turnier von Ash, das war ja recht lange, wir waren ganz spät zu Und Hause. recht Wir blöd. was? Und Recht recht, blöd. ja, da ist da was passiert, das hat mir, glaube ich, gar nicht gestern erzählt, ne? Da hat sich ein Junge aus der Mannschaft einen Arm gebrochen beim Spiel. Was ist eigentlich jetzt passiert oder? Nein, der ist gestürzt und dann ist irgendjemand anderes mit seinen Stollen eben Schuhen drauf. Das hat So, und mir dann. jemand erzählt, dass das so passiert ist. Ja, irgendeine sagt, er ist gestürzt und ja, auf jeden Fall war das echt richtig doof. Also, er wurde dann mit dem Krankenwagen abgeholt und das war nicht so schön. Er sagte, naja, er hatte selber schon Angst, er hat das nächste Spiel zu Kannst du dir spielen, noch was ne? andeuten? Danke. So, und naja, so, Adrian hat Und sich ein wir bisschen sind vierter Sonnen. Platz geworden. Ja. Die war nicht so gut, weil es eben so eine Anfängermannschaft ist. Das ist aber nicht schlimm. So fängt jeder mal an, ne? Adrian hat sich einen Sonnenbrand geholt. Der ist total rot im Gesicht. Ich hatte zwischendurch ja nun verkauft. Das hat auch ganz viel Spaß gemacht. Das waren irgendwie 1,5 Stunden. Dann hatten wir hinterher noch alles aufgeräumt, alles weggestellt. Das war so ein Zelt aufgebaut. Und dann mussten wir alles, was im Zelt war, eben in so einen abschließbaren Wagen reinstellen. Und ja, wir waren, glaube ich, um 8 zu Hause. Abendbrot konnten die Jungs natürlich drüben essen, beim Turnier. Oder danach haben die dann Würstchen gehabt. Ja, Grillwürstchen hatten wir. Und so, jetzt kam Max vom Brötchen holen zurück. Und was ist? Er hat ein ganz rotes Auge, ein geschwollenes Auge. Weil ich vermute, dass er. Ja, was ich vermute. Er hat ein bisschen Heuschnupfen, aber war nicht so doll dieses Jahr. Hat er bestimmt von Adrian geerbt. Der hat nämlich auch Heuschnupfen. Na, Schnucki, hast du ordentlich. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, bei mir geht das schon wieder. Ja, bei dir geht's, weil Adrian Tabletten nimmt jeden Morgen und Echt jetzt? ja, jeden Morgen. Antiallergikum, genau. Eine Und bei Tablette, dir? nicht Tabletten. Nee, eine Tablette pro Tag, genau. Also immer, nee, immer abends nimmst du die, damit du nicht so müde wirst. Und man wird nämlich auch müde von diesen Tabletten. Und Max hat tapfer durchgehalten, aber guckst du kurz? Ja, siehst du, Ja, sieht das man aus. Auge ist rot, ja. Ja. Wo ist denn die Salbe? Er sollte sich die Salbe von Ja, Adrian bin ich schon holen. drin. Ja, eincremen. Ja. Mach mal von außen. Was hast du da schon wieder? Warte mal. Irgendwas Schwarzes. Ja, ist weg. Warum meint ihr, man muss so auf das Auge auch machen, oder? Ja, also Auge schließen, dann Es ist drumherum sehr auf die rot. Haare. Ich würde es machen, vor allem du sagst, ja, es juckt auch. Ja, jetzt gerade juckt es nicht mehr, aber Ja, wirst du ein trotzdem. bisschen warten jetzt? Weiß Und ich das ist nicht. nur das linke Auge, das ist jetzt nicht das rechte. Nee. Komisch, oder? Aber Aber dieses ich Jahr. habe immer nur auf einem Auge. Bei dir war das auch noch einmal. Ich habe so mit der linken Seite. Ja, linkes Ohr kaputt, genau. Linkes Auge Ja. jetzt angeschwollen. Ja, die linke Seite ist Und nicht soll so ich das die. drauf machen oder nicht? Also wenn es jetzt nicht juckt, dann würde ich jetzt warten. Okay, dann warte ich. Es sei denn, es juckt, weil es natürlich nicht angenehm, wenn das Auge richtig ordentlich juckt. Ne? Das ist dann Irgendwie immer. ist da mehr Wasser drin als in dem. Mehr Also Wasser? mehr, wie nennt man das? Tränenflüssigkeit? Keine Ahnung. Tränenflüssigkeit, ja. Tränt das Auge, ja. Ja, der ist über die Felder hier gefahren wahrscheinlich, ne? Um Brötchen zu holen. Ja. Wälder und Felder. Die Wälder waren Ja. es jetzt nicht, aber. Wälder waren es jetzt nicht. Nee, Wälder waren es jetzt nicht. Nein, wir wollen jetzt aber frühstücken, hast Brötchen für uns geholt, ne? Ja. Brot gab es da komischerweise nicht. Ich habe gesagt, er soll das leckere Brot mitbringen, das die Also, ich habe es Bäckerei. nicht gefunden. Hast du nicht Was hier kam gefunden? überher? Hast du auch nicht gefragt? Nee. Oh, Ja. du solltest doch fragen. Korn an Korn. Wir haben einfach. Drei. Ja. Cool, die drehen sich. Nein, der Bäcker, das ist also eigentlich mein Lieblingsbäcker, der hat ganz leckeres Brot. Das heißt Korn an Korn. Das ist Aber ein. da gab es kein Brot, war gar nichts am Brot. Da waren noch Also. Brötchen überall, überall. Ja, vorne, aber hinten. Ja, da Haben die waren auch auch noch noch eine Brötchen. Wand? Oder das wurde noch gar nicht geliefert, du warst ja recht früh da. Ja. Komisch, oder? Normalerweise haben die auch Brot da, weil. Auf jeden Fall ist das Brot sehr lecker. Das ist ein Vollkornbrot. Und heißt Korn an Korn. Aber na gut, jetzt gibt es kein Brot hier, Mehr sondern Brötchen. du hast Brötchen geholt. Dann können wir mal kurz gucken gehen, was er für Brötchen sich ausgesucht hat. Er sagte, ich habe gesagt, er kann sich irgendwas aussuchen. Kann er sich was. Den Tisch haben wir auch schon ein bisschen gedeckt. Ash. Ash hatte hier für Löwenzahn, die schreiben, die. Ash hat jetzt für morgen schon mal ein bisschen geübt. Die schreiben morgen einen Test in HWS. Und da hatten wir das schon, ich glaube, Freitag haben wir schon das angeguckt, ne? Aber jetzt habe ich gesagt, dass wir sich das normal angucken mit dem Löwenzahn, weil wir gestern nicht so viel Zeit hatten. Ich habe hier schon angefangen,
so ein bisschen Gemüse zu schälen und damit wir das gleich mal entsaften können. So, Brötchen gibt's. Genau, hol mal raus. Ich hoffe nur nicht, dass er alles hell geholt hat. Ja, das sind auch meine Lieblingsbrötchen. Ja, das sind diese Weltmeisterbrötchen, die schmecken ganz gut. Und die? Hm? Das sind einfache. Nein, das sind einfache und das da? Auch. Auch so Schnittbrötchen ohne Schnitt. Okay. Und dann mit Mohn hier drauf. Und hier auch nicht. Nee, das sind hier. Guck mal, das sieht lecker aus. Ich glaube, das sind Weltmeister. Oder? Kornknacker oder so heißen die. Weltmeister. Noch mehr? Er sollte 10 Brötchen bringen. Und wir wollen nachher nochmal grillen wieder mal. Das Wetter soll ja schön werden heute. Ja, wir haben gestern Fleisch eingekauft. Wir haben ganz leckeres Fleisch eingekauft. Auch Spieße, was machst du denn da? Dann verteile ich schon mal so ein Brötchen. Guck mal, ich nehme schon mal so eins einfach auf den Teller, ja? Wir müssen aber draußen wohl, ne? Ja, nee, weil ich habe gestern mein Fenster aufgehabt, flog aus dem Restaurant. Ich bin voll erschrocken. Ja, das sind die auch riesen. Ich habe jetzt ja YouTube geguckt, dann... Das war so halb auf, das war so ein Stückchen Platz. Ja. Fliegt erstmal so ein Hornisse rein, setzt sich ans Fenster. Okay. Und wieder raus. Ja. Ich hab wieder, ich dachte, ich war bestimmt zu warm im Zimmer. Nee, ich hab mich so erschrocken, als ich drin war. Ja, okay. Kann ich mir eine Möhre nehmen? Du kannst eine Wurzel nehmen, ja. Wir wollen jetzt aber frühstücken. Schnucki, bist du auch bereit? Die ist abgewaschen, ja, die kannst du jetzt essen. Ja, das alles muss ich noch schälen. Das ist ein Test, die schreiben, die haben mal so ein Heft erstellt. Für Löwenzahn. Und die schreiben morgen einen HBS-Test. Die habe ich gezeichnet. Und das Heft sollten Sie noch verschönern, weil es nämlich dafür auch, naja, es hatte noch keine Noten, aber die, hm? Weiß ich noch von früher. Von früher, du hattest auch dieses Ganze. Wir hatten das mal mit Getreide gemacht. Stimmt. Vielleicht kommt es bei Ash auch noch, aber der ist in der 4. Klasse, da sollten wir genau die Getreidesorten. Wir haben jetzt noch Löwenzahn. Und vorher habt ihr Haustiere gehabt? Mhm. Und davon hatten wir kein Heft. Ja, siehst du. Na gut, also frühstücken ist angesagt. So, wir wollen jetzt hier einmal frühstücken. Ah ja, Wäsche würde ich auch nochmal aufhängen. Ich habe nämlich heute schon 2 Maschinen gewaschen. Das Wetter ist ja so schön. Und Max sagte gerade eben, sein Auge juckt dann doch ganz ordentlich. Ich wieder. Ich kriege es doch lieber ein. Mach das mal, das ist besser. Wie viel nimmt man davon? Ein bisschen. Ein Klecks. Das ist allgemein, das ist ein bisschen wie... Mach mal, so? Drück mal. Ja, nicht das reicht. Viel. Also das ist nicht viel, das wenig, ist... Nur. Ja, das reicht. So? Ja. Ja, ein kleines bisschen mehr. Ja. Doch ein bisschen mehr. Auf das Augengetropfen. Ja, überall. Also auch unterm Auge würde ich gleich mal eincremen. Ja, das ist fies, wenn das Auge juckt. Möchtest du das mal? Genau, auch unten drunter vielleicht. Nein, habe ich. Ja, gut. Und versuch mal hier in der Ecke so zu der Nase. Ja, genau. Heute soll es richtig warm werden. Ernsthaft? Ja. Strand. Nee. Strand? Dann wird es mal Zimmer wieder so übelst warm. Ja, dann flüchtet Max wieder nachher ins Wohnzimmer. Freibad. Ist das so warm? Ja, wir brauchen immer noch Beschattung. Wir haben noch nicht geschafft, irgendwie Freibad. Bis... Hm? Freibad sagt er. Freibad. Freibad. Mal gucken. Ich komme jetzt. Heute, wir wollen auch nochmal das hier alles aufbauen. Die Regale. Hm? Ja, nimm doch das, was da liegt. Gestern haben wir bei... Gestern waren wir bei Ikea und haben diese ganzen Regale, Kallax-Regale geholt. Habt ihr dann die Zeit hier geholt? Ja, haben wir aufgenommen. Ja, ich war ja nicht mit, das... Nee, du warst nicht mit, du warst jetzt schon... Genau, und da ist mit dem Fahrrad gefahren. Ich war gestern so klettern da. Glaube ich. Ich bin mit dem Fahrrad zum Fußballspielen gefahren. Ja. Dann war es so übelst warm und mussten halt spielen die ganze Zeit, weil wir waren nicht so viele Leute. Nicht so viele? Wie viele Leute denn? 12. 12. Das heißt nur ein Auswechselspieler, das ist fies. Ja, und dann war es so warm und dann danach noch wir nach Hause. Wir und auch ganz viel spielen. Ja, das kommt. Und vor allen Dingen mussten wir einmal 2 Spiele hintereinander spielen. Ja, aber Mois, bei euch waren es nur 10 Minuten. Max spielte ja 2x 35 Minuten. 13, ja, aber. Ne? Aber bei euch ging ja ein Spiel länger in der Hitze. Weil wir waren ungefähr 4 Stunden. Aber so warm, so heiß war gestern nicht. Das war, der Wind war auch da. Das war eigentlich ganz erfrischend. Es war voll warm. Morgens. Morgens, aber dann nachher nicht mehr. Daher bedeckte sich das ja auch alles. Ja, ja. So, Schnucki, wir wollen jetzt frühstücken. Komm jetzt. Jo, geht los. So, meine Lieben. Wir haben jetzt gefrühstückt. Ich habe jetzt die Säfte gepresst. 3 ganze Flaschen voll habe ich gemacht. Könnt ihr hier nochmal kurz gucken. Da, alles voll jetzt mit diesem leckeren Saft. Und es ist natürlich immer echt ein Akt, das
das Ganze zu schälen, zu entsaften. Entsaften geht ja ganz schnell, aber nachher die Maschine sauber zu machen. Dann habe ich die Wäsche aufgehängt und Adrian baut gerade unten die Regale auf, die wir jetzt gestern geholt haben. Eins hat er schon geschafft. Max bereitet gerade ein Video vor. Wir wollen jetzt draußen ein Video aufnehmen und ich würde sagen, das war's von mir für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!